Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Die letzte Aufnahme scheint funktioniert zu haben und deswegen gehen wir hier auch gleich sofort weiter. Im Anschluss an die letzte Aufnahme nehme ich noch eine neue auf. Und siehe da, ich habe einen Besucher im Teamspeak. Huhu. Jawohl. Huhu. Ja, servus. Ich hole mich erstmal mit dem Creeper. Huhu. Der Robert ist nämlich da, das finde ich voll gut. Ja, nachdem ich ja in der letzten Folge aufgerufen habe, dass der Robert dann doch mal ins Teamspeak kommen soll, hat sich das wie Wunder von selbst ergeben, dass er auf einmal da war, weil er die Folge vom Sonntag vermisst hat, verständlicherweise. Die konnte ich ja nicht aufnehmen, aufgrund dessen, dass ich ja so viele Probleme und Wehwehchen hatte. Ich hoffe, ich habe sie jetzt gelöst. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. So, ich werde auf jeden Fall, habe ich ja angekündigt in der letzten Folge, bei mir hier auf jeden Fall, eine Hühnerfarm bauen. Aber wir gehen nochmal ganz schnell rüber zum Robert, dann kann ich euch den auch nochmal zeigen, wie der ausschaut. Eben, im Muskelshirt. Mit dem Maskeshirt. Maske mehr. Alles also. Gold. Nur kein Muskelshirt. Aus Gold. Okay, also goldenes Muskelshirt. Lol. Nee, kein. Oberteil braucht man nicht. Schränkt die Bewegung ein. Ach, wozu auch, ne? Muss ich mir auch schnell bewaffnen. Das Haus, das sieht so mega fett aus, wenn du so aus der Ferne guckst. Wie so eine Kulisse. Wo ist er denn? Ach, bei den Hühnchen ist er. Bei den ja, Chicken. Ich muss mich bewaffnen hier. Ich komme mal angehüpft. Hui! Da ist der alte Bauer. Mir ist ein Huhn ist mir abgehauen, das weißt du noch gar nicht. Ist nicht so schlimm, ich habe zumindest nicht aufhören will. Und ich habe es dann auch schlachten müssen, das ist einfach stiften gegangen, die dumme Sau. Guck mal, da ist der Robert, da. Er hat sogar einen Bart. Bart Simpson hat er. Alter! Prompt kommt auch gleich so ein olles Vieh raus. Aber wieso sind denn schon so wieder so viele Eier da? Ich habe dir doch gerade erst weggeholt. Also für mich gerade erst und für den Zuschauer gestern hier. Okay. Vermehren die ja. Je mehr Hühner, desto mehr Eier. Richtig. Richtig, richtig. Ja, ich will mir mal versuchen, so eine Hühnerfarm zu bauen. So eine automatische irgendwie. Mal gucken, ob mir das gelingt oder ob ich dazu zu blöd bin. So, das war der Robert. Den habt ihr auch gesehen, den Columbia-Robert. Auch bekannt als Halo. Brauchst du eigentlich noch was so an Baumaterialien? Nee, im Moment erstmal noch nicht. Das wird sich dann rausstellen, weil ich habe ja auch noch genug. Der Berg hat viel Erde abgeworfen, der hier stand. Das habe ich schon gesehen. Ganz kurz, zwei Kisten, fast zwei Kisten. Das habe ich schon gesehen. Habe ich auch gezeigt. Du kennst die Folge selber ja auch noch nicht. Du hast sie ja auch noch nicht gesehen. Die habe ich nämlich unmittelbar hier vor aufgenommen. Und wollte eigentlich dann weitermachen. Da klingelte dann der Robert bei mir an und sagte, wie sieht's aus mit der Folge von Sonntag? Nee, war nicht. Und deswegen kam die Folge, die jetzt Sonntag war, kam dann gestern am Montag und heute am Dienstag an meinem Geburtstag kommt dann diese Folge. Ey, so ein Arsch. Warum haust du den? Unglaublich. Hat der mein Freund gehauen. Gibt's ja wohl nicht. Nee, und an meinem Geburtstag kommt jetzt diese Folge hier raus und ich wollte es eigentlich nicht verraten, ne? Scheiße, das habe ich doch gemacht. Egal. Wie, du hast morgen Geburtstag? Am Dienstag. Dienstag? Also sprich heute, wo die Folge rauskommt. Deswegen. So, ich fange jetzt an, sonst labere ich mich hier nur wieder fest unnötig. Ich hau wieder ab, tschüss. Und werde mir jetzt mein Hühnerstellchen bauen. Weil ich habe dir so ein paar Eier geklaut. Wie? 30? Nee, weiß ich nicht. Nicht viel. 16, doch. 32. Ja. 48. Also drei Stacks. Ja. Bin ich schick geworden, die Brücke? Ja, hast du ganz fein gemacht. Hast du ganz fein. Wobei meine Brücke war ja eine natürlich gewachsene Brücke, ne? Die habe ich nicht selber angelegt. Die war. Und du hast den Swimmingpool verändert. Oh, siehst du das etwa? Ja. Weil hier musste man nochmal so um die olle Ecke rumlaufen. Ja, ich habe den auch tiefer gelegt. Der war noch eine Stufe höher, eine Etage. Der war mal so hoch gewesen. Und das Wasser war auch wirklich bis hier oben hin voll gefüllt. Den habe ich dann im Zuge des Abtragens des Erdreiches dann auch tiefer gelegt. Sehe schon hier, alles eben. Ja, die Bäume werde ich hier noch alle platt machen, dass die ganzen Monster hier nicht mehr spawnen können und so. Und auch die Endermänner hier nicht mehr ganz so nah an meinem Haus sind, damit dann nicht mehr allzu viele los ist. Ja, die Kühe habe ich auch nochmal etwas vermehrt. Ich habe auch gesehen, du hast die Fackeln da hingesetzt. Dankeschön. Ja, das sollen sich ja nicht mit Zombies paaren, die sollen sich mit sich selbst paaren. Ja, das ist dann immer so etwas eklig, wenn da auf einmal so Zombie-Kühe da drin sind. Ja, hast du in deiner vorletzten Folge gesehen? Also,
die vom Freitag. Wie der Zombie da, wie du den, ja, den Weizen erschlagen wolltest. Genau. Der ist ja eigentlich nur gestorben, weil er wieder nach draußen gegangen ist und die Sonne abgekriegt hat. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, wie baue ich denn überhaupt erstmal das blöde Ställchen? Ja, wo soll es hin? Hier nebenan? Ach, ja, da kommt gleich hier nebenan hin. Die Frage ist halt nur, mache ich ganz banal einen Zaun oder mache ich dann tatsächlich so ein bisschen aufwendigere Sachen, dass die irgendwo in so einen Wassertümpel reinfallen und da die Eier schmeißen, dass ich die nur noch einsammeln muss? Nein, wir sind ein Ökobauer. Ich bin Ökobauer, ich mache mir Zäune. Ich bin Ökobauer. Ich finde, dass diese Massentierhaltung finde ich scheiße. Ja, das sagen die 40.000 Kühe, die da in den kleinen Stall sind. Ne? Die werden ja regelmäßig dann auch geschreddert. Ja, er hat gerecht gehalten. Ja. Haltung und dann. Guck mal, ich hätte es ja auch eiskalt machen können und einfach nur Steine unten drunter lassen können. Das wäre ja genauso gewesen. Ja, aber artgerechte Haltung ist was anderes. Vor allen Dingen, ich rufe den Tierschutz an, ja? Jetzt, also, so wie du die Tiere tot machst, das geht nicht. Wieso? Ich bin noch kurz und schmerzlos. Einfach Harakiri reinspringen. Entschuldigung, kurz und schmerzlos. Mehr mache ich da nicht. Und dann wunderst du dich, dass du BSE-Kühe hast. Ja, okay, das ist natürlich ein Argument. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, das ist Tierquälerei. Du musst zweimal zuhören, damit dir die Kuh stirbt. Ja, mein Bolzenschussgerät ist noch nicht fertig. Tut mir leid. Hey, du hast einen Bogen, den ich bekommen habe und den nutzt du gar nicht, ne? Mit unendlich Munition. Den Bogen selber, den nutze ich immer ganz fleißig gegen die eulenblöden, ja. Du, Bogenschützen, Skelettmänner. Du weißt, was ich meine. Ja, nicht nur ja, die, ja. Generell die Mobs. Ich muss ja erstmal ein bisschen aufräumen bei mir hier. Ich habe jetzt so viel Scheiß drin im Inventar. Bingo! Guten Tag! Geht immer noch dein Licht? Mein Licht geht auch nur nachts. Ich meine, in Erdgeschoss. Nee, da habe ich leider noch nichts weiter gemacht. Ich habe mich ja den ganzen lieben langen Tag heute, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es Sonntag, habe ich mich tatsächlich um dieses blöde Problem mit der Aufnahme da gekümmert. Weil das ging mir dann doch so ein wenig auf den Puffer. Hühner sind ja helle Tiere, ne? Gut, dann machen wir da auf jeden Fall mal helle Zäune. Birke, 46 Stück und ein Türchen. Und dann können wir da erstmal eine Runde Zaun bauen, wo wir dann auch ein paar Eier reinschmeißen. Eier, wir brauchen Eier, würde ich sagen. Huch, bin. Bitch. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen persönlich zu den Tierchen. Deswegen schlachte ich die auch persönlich ab, anstatt dessen, dass ich die so mit den Pfeilen abschmeiße. Andere nennen das persönlich, ich nenne das deprimierend. Ja, nicht für mich. Vielleicht ist die am Kühe. Stirb! Nein. Ist ja nur ein Spiel. Ja, also fressen und gefressen werden, sag ich mal. Das ist wie in Wirklichkeit genauso. Da heißt es auch Überleben um jeden Preis. Und da ist dann die Geschichte, dass derjenige, welche, der nun einfach mal der Stärkere ist, jetzt habe ich die ganzen Eier weggepackt, ich Pfosten, der nun mal der Stärkere ist, der gewinnt. Pum. Außerdem kann ich zwischendurch die Kühe auch mal streicheln. Dann springen die immer so schön durch die Gegend. Kennst du das? Wenn du die Kühe streichelst, die springen immer so schön. Die freuen sich dann. Welche Taste kann man die streicheln? Mit der linken Maustaste. Der linken? Ja. Sicher? Ja. Die freuen sich immer. Die springen immer vor lauter Freude dann weg. Ich hätte mal meinen Eimer mitnehmen sollen. Eine Runde Milch abgezapft hier. Ja, komischerweise, das mit der Milch. Ich habe ja immer gedacht, dass das bringt ja irgendwie immer so ein bisschen Leben oder so. Ach, aber zwei Hühnchen. Irgendwie schmeiß ich vielleicht zu schnell. Nee. Ich habe mir eigentlich so ein bisschen mehr Ertrag rausgehofft. Aber es geht ja, guck mal. Wir haben Leben in der Hütte. Nicht ein Stück aus dem letzten Stack? Alter. Nicht eins. Hat gesehen. Aus dem ersten waren nur drei. Aus dem zweiten waren. Da war schon erheblich mehr, ne? Sechs. Da haben wir gleich auf Anhieb sechs. So fast jeden gehabt. So, ich muss erstmal hier die alten Zombie-Hörner loswerden.
Was kann man eigentlich mit diesen Zombie-Hirn einstellen? Gar nichts, ne? Das ist nur dummes Fleisch. Welches? Das Verrottete? Ja. Damit kann man gar nichts. Das kannst du essen. Das lohnt sich nur, rentiert sich nur, wenn du mehr isst. Als eins. Na, super. Heißt, wenn du mal Hunger hast und nur noch ein Kotelett auf deiner Anzeige hast, dann lohnt sich auch verrottetes Fleisch. Aber auch nur dann. Weil du verlierst nach einer Zeit wieder so und so viel. Na gut, das ist ganz klar. Also wenn du tatsächlich... Wenn du tatsächlich dann irgendwo... Ich mache jetzt mal auf deine Art und Weise hier die Viecher tot. Man muss ja auch zweimal schießen. Obwohl, beim Headshot geht es. Nee, auch nicht. Nein, das war ein Scherz mit dem Töten. Das geht nicht. Obwohl, ich Idiot. Ich sollte die vielleicht erstmal noch... ...farmieren, ne? Das würdest du schon füttern. Da war ja was. Da war ja was, da war ja was. So, hier, bewegt mal eure dicken Ärsche an der Seite, dass ich hier rauskomme. Hier, hau mal ab hier. Komm, weiter, geh mal weg. So, weiter. Danke. Dann brauchen wir tatsächlich doch glatt noch mal eine Runde. Aber dann kann ich das Holz wieder wegbringen. Kalle ist da. Kalle ist da? Ja, hier, guck, da. Gleich, ich bin gerade im Keller. Holz wollte ich wegbringen. Und der lernt es immer noch nicht? Nee. Nee? Will er nicht. Der ist auch doof, habe ich festgestellt. Oh. Ich meine du. Ich? Ja. Weil? Du musst den Tieren auch Licht geben, die haben auch Angst im Dunkeln. Ja, das kommt doch alles noch. Da kommt die vollautomatisierte Bauanlage, kommt da noch hin. Oh. Lichtanlage, Entschuldigung, Bauanlage. Lichtanlage. Das geht alles schön mit Strom. Da kriegen sie eine schöne Lampe und dann läuft der Hase. In Minecraft. In Vanilla. In Vanilla, genau. Vanilla Minecraft. Wie willst du da Strom erzeugen? Das glaube man. Willst du einen Hamster laufen lassen? Das glaube man. Lass mir da was Schönes. Oh, jetzt haben sie mich auf einmal alle wieder lieb hier. Ja, ihr Süßen. Ja. Ich hab euch auch alle lieb. Bis ich euch töte. Und jetzt mit Attacke. Ich habe ja was festgestellt, ne? Ich war ja, ne? Ich hab's alle verarscht. Im Nether, ne? Ja. Ich hab da was gefunden für uns beide. Oh. Eine Nether-Festung. Ja, die habe ich gesehen. Ich wurde auch schon fleißig von diesem Flimmer-Ding da angegriffen. Da war ich aber auch offscreen, glaube ich, gewesen. Ich guck, will Glowstone holen, biege ich da falsch ab. Oh, kommen dann mir erstmal zwei Skelette mit dicken, fetten Schwertern entgegen. Dachte ich, oh, was ist denn hier los? Achso, eine Festung. Hm. Oh, ja. Was zum Raiden? Nee, macht schon Spaß. Das wäre nochmal eine Maßnahme, dass wir beide uns da unten mal austoben könnten. Ja, wir müssen nur vor den Pigment-Zombies vorbeilaufen. Da müssen wir den Spitzhack in der Hand nehmen. Ja, genau, wenn die ein Schwert sind, sind die Akku. Die haben mich nämlich da, glaube ich, auch ganz klar... Wobei, nicht nur mit dem Schwert. Ich war, glaube ich, auch ohne Schwert da gewesen. Ich weiß nicht, ob das in der 1.8.1 so ist. Wir spielen ja die Version 1.8.1 ist ja hier auf dem Server drauf. Und da weiß ich jetzt natürlich nicht. Der ist eh hier, der läuft. Zack. Und da weiß ich nicht, ob das nur in dieser Version oder erst ab dieser Version so ist. Weil ich selber bin ja Minecraft-Noob und habe festgestellt, dass die... 1.8.1 noch nicht so wirklich supported wird von den ganzen Moddings und so weiter. Weil ich mir auch gerne einen Shader nochmal installieren möchte. Da müssen wir uns dann nochmal unterhalten auf jeden Fall, wie das funktioniert. Das weiß ich selber auch noch nicht. Und welchen Shader man da nutzen kann, der auch was taugt. Jetzt habe ich schon wieder so ein altes Scheiß-Zombie-Hirn eingesammelt. Ja, wo meins? Von dir das? Okay. Brauche ich nicht mehr. Alter, 52 Fleisch. Brauchst du noch Fleisch? Nein. Ich hab Hühnerzucht. Achso. Hühner. Okay. Siehst du, jetzt haben wir wieder eine artgerechte Haltung. Wieder schön viel Platz hier drin. Ja. Ne? Ich streiche dich hier. Komm. Patsch. Oh. Hat zum Auge gepiekt beim Streicheln. Ja. Aber die freuen sich immer, die springen immer so schön, wenn ich sie streichele hier. Zack, ui. Der auch, ui, ui. Die freuen sich immer, wenn ich sie streichle.
Ach, oh, mein doch. Fritze Hallo. Flink. Au, nicht hin. Da hat er nicht mitgerechnet. Da kam noch ein Pfeil zurück. Heckenschütze. Genau. Ich glaube, ich habe einen Pfeil im Kopf, oder? Weiß ich nicht. Nö. Nö, wo hab ich, wo ist der Pfeil? Wo steckt der? Nee, im Fuß. Am Fuß. Ist schon wieder was? Au. Da oben ist er. Zu hoch. Ey, da komme ich nicht hoch. Das ist gemein. Komm mal runter da. Hallo. Der so, Terminator. Weg ist er. Ist das? Der hat ein rotes Auge. So. Wo ist der Knochen? Ich, nö. Ich habe meine Knochen bei dir aufgebracht, als ich deine Mohrrüben geklaut habe. Du siehst aus. Du hast da irgendwas im Arm. Also, ja. Prothese. So, wie baue ich denn jetzt ein Hühnerhäuschen? Weil die sollen ja auch einen gewissen Unterschlupf haben. Freilandhühner. Nee, die brauchen natürlich auch Schutz vor Regen und so. Da kommt hier so ein kleines Häuschen hin, wo sie sich zurückziehen können. Hau ab. Na, bist du wohl. So. Aua. Ey, Alter! Der hat mal ein Hühnchen getroffen, die dumme Sau. Das ist nicht schön. Eins weniger. Völlig verstört. Nee, der ist nur verstört durch die Gegend gelaufen hier. So, wie baue ich denn jetzt? Mit Holz oder mit Stein? Hühner kacken immer ganz viel, ne? Dann bauen wir das mal aus Stein, weil Holz wird dann immer angegriffen. Na, dich haben aber die Leute ganz lieb hier, wa? Bei dir im Vorgarten. Bei mir. So. Achso, dein Ziegel hast du mit Ton gemacht, ne? Jo. Hab ich Ton? Olaf Ton? Ich glaube, ich habe mal irgendwann Ton eingesammelt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich den noch... Oder hast du den schon gezogen? Nee. Ich bin nochmal raus in die freie Wildnis und eine Runde schwimmen gegangen. Feuerstein, hellgrauer Ton. 35 Ton, 64 Ton. Habe ich ja richtig Stacks, habe ich ja hier. Lol. Ich habe sogar gesehen, ich habe immer noch ein Ei. 13 Eier habe ich ja auch noch. Oder bei mir Eier. Ja, ich hätte ja keine. So. Ich gebe mal meine Planung. Wie mache ich Ton? Einfach in den Ofen schmeißen, ja? Jo, dann kriegst du Ziegel und vier Ziegel. Ah, okay. Und ein Viereck. Das ist ein Ziegelstein. Klar. Alles Chlor. So, dann nehmen wir noch dieses alte Chicken mit und dann haben wir hier noch. Und dann habe ich ja irgendwo... Fräsen gehabt. So, schmeißen wir die Eier noch hin und dann machen wir, glaube ich, hier eine Folgenpause. Und in der nächsten Folge habe ich vor, dieses Haus zu bauen für die euren Chickens, dass dann die Hühnchen da auch nochmal ein wenig Schutz haben für den Fall, dass es mal regnet oder die blöden Zombies kommen oder vielleicht auch mal der Halo das erschreckt. Wie füttere ich eigentlich die Hühner? Mit Weizenkörnern. Auch mit Weizen, ja? Okay. Nee, nicht mit Weizenkörnern. Ah, nur mit den Körnern, okay. Ach Quatsch, ich wollte ja... Na, Chicken magst du nicht, ne? Wer, ich? Doch. Ey, das alte Hühnchen, geh doch mal weg. Danke. Kriegst nämlich jetzt noch ein bisschen Besuch von deinen zukünftigen Brüdern. Zwei Stück aus 16 Eiern. Na, herzlichen Glückwunsch. Läuft der Hase. Du musst halt. So, dann können wir den noch mal ein bisschen anfüttern. Vermehren die sich auch von alleine, ja, ne? Ja, nee. Nur aus den Eiern. Entweder nur Eier aus den Eiern, okay. Es ist ein Gelaufe hier. Es tut mir leid, liebe Freunde. Ich weiß, ich bin ein wenig schusselig, aber ich bin ja auch Minecraft-Anfänger. Ich kann das immer nur wiederholen. Ich bin da wirklich ein wenig neulandig.
Wobei, ein wenig ist gut. Ich bin total unwissend. Aber das macht gar nichts. Denn alle haben mal klein angefangen. Nur ich nicht. Ich bin schon immer groß gewesen. Bock. Kommt alle her. Oh. Ey. Nee. Der haut ab. Der ist nicht da. Schade nur, dass aus den kleinen Hühnern hier nichts weiter ist. Da habe ich da aus Versehen die Tür aufgemacht. Passiert? Ja, doof nur. Nun komm aus der Ecke raus, sonst kriegst du nichts hier. Komm, du sollst auch was abkriegen. Hallo. Der will nicht. Doofkopf. Der will einfach nicht. Wupp. Du brauchst dich hier nicht in der Ecke stellen. Komm mal her. Ja, nun komm. Du kannst hier mit her. Ja, komm. Komm. Der will nicht. Ja, dann kriegst du nichts. Hast du Pech, machst du Diät. Punkt. Ganz andere Kiste. Läuft. Ganz einfach. Ja, machen wir so. Guti, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wir machen hier ein Folgenpäuslein in der nächsten Folge. Wie gesagt, werde ich da hinten das Häusle bauen für das Hühnje. Und dann könnt ihr sie verstecken. Wir bauen Licht auf jeden Fall für die Kühe und für die Hühner, damit die dann auch abends schön beleuchtet sind. Weil solange wie wir den Wald hier oben noch haben, werden auch immer wieder irgendwelche Mobs hier spawnen, die dann auch alles kaputt machen. Genauso wie da unten werden wir natürlich noch weiter bauen. Den Hügel so ein bisschen angleichen hier auf jeden Fall. Das ist nochmal so Plan, was ich auf jeden Fall auf dem Zettel habe. Alles Weitere ergibt sich natürlich während der Bauphase. Den Halo, den Robert, haben wir kennengelernt in Bild und Ton. Finde ich natürlich auch cool, dass er endlich mit ins TeamSpeak gekommen ist. Und das ganz ohne Aufforderung eigentlich. Und ja, nächste Folge geht's weiter in Minecraft. Wenn du noch nicht abonniert hast, lass ein Abo da. Kostet dich nichts, verpasst du keine Folge natürlich nicht. Und hinterlass einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat, die Folge. Wenn sie nicht gefallen hat, eben Daumen nach unten. Und einen Kommentar kannst du auch gerne da lassen. Ich lese doch immer so gerne. Bitte schreib mal was, finde ich voll gut. Und ja, schönen Tag noch wünsche ich dir. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao.